Ja, hallo und zurück beim nächsten Interessentenwebinar, der aus Open Gate, das IoT Multi Gateway, was wir einsetzen zur Datenerfassung, Alarmmanagement und für alles, was das Thema Konnektivität Richtung Cloud für uns bedeutet. Mein Name ist Thorsten Jawernick und ich versuche in den nächsten 30 Minuten das Thema Open Gate näher zu bringen. Hier ein Auszug aus unserer Systemtopologie von der BIT-Plattform beziehungsweise vom DS Secure Network Bereich und alles, was dazugehört, drumherum. Heute im Fokus oder jetzt im Fokus das DS Open Gate, was ich in Anlagen einbringen kann, in DS-Anlagen oder auch in Anlagen mit Fremdsystemen als Basis oder als beste Basis, um mit diesen Anlagen zu sprechen, ist das BACnet-Protokoll, was halt relativ oder was gut standardisiert ist und wir alle die gleiche Sprache sprechen. Es ist aber nicht die Voraussetzung, um Daten aus einer Anlage aufzunehmen. Was wir alles mit dem Open Gate hinterher machen können, wird im Laufe der nächsten Folien sichtbar und ich zeige es hinterher auch nochmal in der Plattform. Weil die Plattform ist dann das eigentliche Herz der ganzen des Open Gates, weil das Open Gate sammelt nur die Daten ein und gibt sie per MQTT weiter an die BIT-Plattform, wo ich dann halt die Daten aufnehme, in entsprechende Datenbanken, Zeitreihendatenbanken schreibe und so wie auf der rechten Seite zu sehen, dann über verschiedenste Systeme Daten wieder ausgeben kann oder halt auch Aktionen in einer Anlage über das Open Gate ausführen kann. Die Basis für die Plattform oder für das Open Gate ist, ich sag mal, die BIT-Plattform. Jeder, der ein bisschen, ich sag mal, sich mit IoT-Plattformen auskennt oder das schon mal gesehen hat, und bei Wikipedia unterwegs ist, da kann man das Ganze, ich sag mal, so ein bisschen sich mal anschauen, da wird man ein etwas anderes Bild zu dieser ganzen Thematik Plattform finden. Wir haben uns aber an dieses Bild angelegt, das heißt die DEOS BIT-Plattform, worüber ich das Open Gate konfiguriere und anspreche und dann auch die Daten von dem Open Gate aufnehme, ist eine IoT-Plattform, ich sag mal, angepasst und perfekt, ja doch perfektioniert für das Gebäude. Das heißt, ich habe meine Datenpersistierung und meine Verarbeitungslogik in der Mitte und habe dann entsprechenden Schnittstellen zur, ich sag mal, zu den Eingabegeräten und zu den Ausgabegeräten. Und ein entscheidender Faktor, wenn man diese Bilder sich mal nebeneinander legt, für jeden, den es interessiert, bei uns ist es ersichtlich, dass wir fast überall eine bidirektionale Kommunikation haben und bei einer klassischen IoT-Plattform heute, wie sie in vielen Bereichen eingesetzt wird, ist eigentlich nur von unten die Pfeile nach oben durch, also von unten Daten rein und oben in Form von Reports oder Dashboards oder in andere Systeme wieder raus. Bei uns geht das dann entsprechend in beide Richtungen. Als wesentlicher Baustein in der Anlage vor Ort oder in Anlagen vor Ort ist das DS Open Gate. Hier einmal die Keyfacts dazu. Es ist immer ein herstellersneutrales Gateway. Es ist nachrüstbar in bestehende Anlagen. Es kommuniziert aktuell per BACnet mit den Anlagen, aber auch ich sag mal, neben BACnet ist MBUS und Modbus auch implementiert und möglich. Weitere Protokolle folgen, die da so im Raum stehen und die eben halt im Gebäude genutzt werden. Aber der wesentliche Punkt ist halt, dass ich mit dem Open Gate die Notification Classes abonnieren kann, die in einer BACnet-Anlage vorhanden sind. Das heißt, ich kann damit dann in Verbindung mit der Alarm-App von uns ein effizientes Alarmmanagement durchführen. Ich kann CUV-Daten abonnieren. Das heißt, ich habe dann wirklich einen Blick auf die Live-Daten, was in einem Gebäude los ist. Ich kann verschiedenste Anlagen, egal ob DEOS im Bereich BACnet oder auch andere Hersteller,
in ein einheitliches Alarmmanagement integrieren und für jede Anlage quasi gleich oder jede Anlage gleich behandeln, mein Team entsprechend steuern über das Alarmmanagement. Aber ein ganz wichtiger Punkt, ich habe die bidirektionale Datenschnittstelle in die Anlage vor Ort. Das heißt, ich kann auch Aktionen, einfachste Aktionen, Licht an, Licht aus oder sonstige Sachen ausführen. Temperatur rauf und runter, Jalousie rauf und runter, alles, was da so stattfinden kann. Über das Open Gate ist es dann, weil es steht unten so plakativ drunter wie Connected Things, ist es dann auch möglich mit der BIT-Plattform im Hintergrund und anderen Diensten, die zum Beispiel oder anderen Cloud-Plattformen, die über API-Schnittstellen eingebunden sind, Sachen miteinander zu verbinden. Das heißt, ich kann über unsere Plattform Anbieter A mit Anbieter B verbinden, daraus Aktionen zusammenknüpfen, auf das Open Gate connecten und dann jeweilige Aktionen vor Ort ausführen. Wie geht das Ganze? Das Open Gate wird quasi als Meldesammler in das Netzwerk eingebracht und pusht diese Alarmmeldung weiter in die Plattform. Ich habe da die ganz klare Herstellerneutralität, was auch, ich sag mal, der Grundgedanke und die Grundidee dieses Gateways war, weil wir uns mit dem Alarmmanagement nicht auf DDoS-Anlagen beschränken wollten, sondern auch die anderen Fabrikate oder andere Systeme anbinden wollten, um halt eine Durchgängigkeit dazu erreichen. Ich kann das Alarmmanagement und die Konfiguration in unserem Portal browserbasiert als Selbstadministration durchführen. Das heißt, dafür brauchen Sie unsere Unterstützung nicht. Vielleicht nur am Anfang oder nach einer einmaligen Einweisung. Danach können Sie das alles selber durchführen. Und ich habe in der Plattform das Ganze als Backend-System eingebracht, die bei uns im DDoS-Rechenzentrum steht, nach EU-Sicherheitsstandards. Und so schließt sich dann der Kreis, das heißt, das Open Gate wird eingebracht und ich kann dann verschiedenste Sachen, auch wie in dem Vortrag davor schon, durchführen. Neben dem Alarmmanagement ist das Open Gate auch Basis, um halt Zählerdaten für Energiereporting aufzunehmen. Aber auch rückwärts, wir sehen es gleich einmal live in der Plattform, dass ich auch über entsprechende Cockpits eine Zimmeranlagenbedienung oder Raumbedienung realisieren kann. Nehmen wir noch ein Beispiel oder ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis, dass man Lüftungsanlagen hier vom Hersteller Airmaster, die lokal in Räumen verbaut werden und eigentlich nur ausschließlich mit der eigenen Airmaster Cloud sprechen. Da haben wir halt ein Connect angebracht oder einen Connector gebaut zwischen diesen beiden Cloud-Plattformen. Das heißt, wir beziehen die Daten der Airmaster-Anlagen vor Ort oder die vor Ort verbaut sind, können dann, ich sag mal, vor Ort auch wieder rückwärts das Open Gate einbringen und mit, ich sag mal, unserer Regelungstechnik oder anderer Regelungstechnik verbinden. Das heißt, ich kann eine Regelungsanlage, ich sag mal, über zwei Cloud-Systeme miteinander verbinden und halt entsprechend Aktionen damit ausführen. Das Ganze ist sehr flexibel und halt individuell einsetzbar. Kann Energiezähler damit ansprechen, Sensorik damit ansprechen, die dann über das Open Gate in die Plattform gepusht werden, die Daten. Daten werden dort gespeichert, verarbeitet und wieder bereitgestellt für das Reporting. Ich kann individuelle Anpassungen machen am Reporting, aber auch an Daten selber, die ich da rauskriege. Und was auch ein wichtiger Punkt ist und der auch immer wichtiger wird im Zusammenspiel der vielen, ich sag mal, guten Systeme, die es heutzutage gibt. Das heißt, in unserer Plattform ist nach der oder nach unserer Plattform ist nicht Schluss, sondern wir können dann auch die Daten weitergeben an Drittsysteme, CFM-Systeme, ERP-Systeme und was es da nicht alles so gibt. Das Gateway
ist für die Hutschiene gebaut, 12-24 Volt Spannungsversorgung. Die Inbetriebnahme geht quasi Plug and Play. Einklicken, Spannung anschließen, Netzwerk auflegen und die weitere Konfiguration erfolgt über den Browser im Internet. Das ist ganz klar für den nachträglichen, ich sag mal, Einbau gemacht. Das hat überhaupt, ich sag mal, überhaupt keinen Programmieraufwand an dem Gerät selber. Dann ist direkt nutzbar in dem, ich sag mal, in dem Netzwerk das Alarmmanagement einsetzbar über in Verbindung dann mit der Dio Secure Alarm App. Ich kann weitere Systeme, ich sag mal, anschalten und ausschalten darüber, USV, BRKWs und so weiter, um die Daten einzusammeln. Der Einsatzort ist eigentlich unbegrenzt. Überall, wo ich gebäudetechnische Anlagen monitoren muss, auf Daten zugreifen möchte oder halt intelligent eingreifen möchte, auch über Cloud-Systeme, kann ich das überall einsetzen. Bürogebäude, Museen, Hotels, da ist der Fantasie und auch den Anlagen keine Grenzen gesetzt. Eben mal das schematisch dargestellt, der Mittelpunkt, das Open Gate. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten rechts gucke, kann im Prinzip eine Bedienung darüber realisieren. Ich kann unsere Cloud-Applikationen, die jetzt hier nicht im Vordergrund stehen, die aber auch Bestandteil sind, damit füttern. Das heißt, die BugNet-GLT oder die Energiereports. Die Daten kommen in die Dios BIT oder IoT-Plattform, landen bei uns im Rechenzentrum. Und ich habe ganz klar HLK-Anlagenmeldungen direkt verfügbar. Wir da auch mal reingucken, komme ich in unsere Plattform. Da kriegt jeder sein individuelles Benutzerlogin mit seinem Kennwort. Und ich finde dann meine Gateways, nachdem ich sie initiiert habe, in meiner Übersicht. Das heißt, wenn ich das Gerät einmal registriert habe, kann ich direkt mein BugNet-Netzwerk, ich sag mal, auslesen. Das wird mir angezeigt und ich kann entsprechend darauf zugreifen. Alles online über die verschiedenen Details. Ich kann hier das BugNet-Netzwerk scannen, um dann halt die entsprechenden Geräte zu finden, die ich in so einem BugNet-Netzwerk vor Ort habe. Kann dann auch auf diese Geräte draufspringen, um dann halt zum Beispiel hier meine Notification Classes zu sehen und zu abonnieren. Hier sehen wir jetzt in diesem Fall auch alles abonniert. Ne? Die letzten drei sind nicht abonniert. Das sieht man jetzt an der Symbolik. Das heißt, wenn ich die Mülltonne dran habe, ist diese Notification Class abonniert und ich könnte sie nur wieder, sag mal, wegschmeißen oder deregistrieren. Und wenn ich auf das Plus drücke, abonniere ich entsprechend so eine Notification Class. Genauso habe ich meine verschiedenen mal Ein- und Ausgangsmodule, die ich entsprechend ansprechen kann. Und bewege mich da, ich sag mal, durch meine BugNet-Anlage. Danach habe ich lege ich entsprechend. Wenn es eine, ich sag mal, ich habe es eben schon mal erwähnt, wer vorhin noch nicht zugehört hat, aber es ist halt sehr wichtig, wenn ich eine gut projektierte Anlage habe, so wie die gerade, die halt sehr strukturiert vorgegeben ist, ist, ich sag mal, dass das Anlegen der entsprechenden Sinks nach einem Projekt oder Gebäude und den entsprechenden Räumlichkeiten ein fast schon zu 100% automatisierter Vorgang, weil die entsprechenden Tags an den Datenpunkten automatisiert ausgelesen werden, so der digitale Zwilling immer in der Plattform fast automatisiert angelegt werden. Das Ganze kann ich dann noch, sag mal, entsprechend anreichern mit zusätzlichen Informationen oder ergänzen, wenn Daten nicht,
nicht entsprechend sauber gepflegt sind und rüberkommen. Und dann, ich sag mal, in meinem Sink, den ich anlege für einen Raum, für ein Gebäude, für eine Etage, was auch immer, entsprechende Aktionen festlegen. So wie hier zum Beispiel, dass ich das Open Gate koppel mit einem, ich sag mal, weiteren, ich sag mal, Drittanbieter, der in der Plattform mitspielt. Das heißt, über die PTC-Plattform hier an der Stelle wird die Raumzolltemperatur gebracht und entsprechend an das Open Gate weitergegeben, die dann wieder rückwärts, ich sag mal, in die Anlage am Controller entsprechend die Regelung beeinflusst. Genauso werden, ich sag mal, geokoordinatische Daten weitergegeben und dargestellt in der Plattform, die über das Gate kommen. Und ich kann, wie vorhin auch schon mal gesehen, entsprechend auf Energiedaten und Energiezählerdaten direkt zugreifen und das Ganze in Dashboards darstellen und auch in Reports entsprechend ausgeben. Aber ein weiterer, ich sag mal, mit der spannendste Punkt in Anführungszeichen ist, dass man natürlich auch falsch abgebogen, dass ich halt über entsprechende Cockpits, die ich in der Plattform darstelle, die einmal, ich sag mal, online zur Verfügung stehen, jetzt nicht nur in der Plattform, sondern auch entsprechend dann auf dem Handy oder auf dem Tablet oder an einem Raumbediengerät. Da haben wir die Möglichkeit, das sowohl, ich sag mal, in der Plattform darzustellen, aber auch als Offline-Variante, ich sag mal, auf dem Gate direkt, weil die Grafikelemente da an der Stelle entsprechend gleich sind. Und ich kann hier halt einen über die Plattform oder wenn es jetzt ein Raumbediengerät wäre, halt direkte Aktionen, ich sag mal, ausführen, hier zum Beispiel Raumtemperatur verändern. Und wie man hier unten sieht, werden diese Daten direkt, ich sag mal, an das entsprechende Endgerät weitergegeben und die Aktionen werden halt vor Ort dann ausgeführt. Ne, so Sachen wie Jalousie rauf und runter fahren, wo ich dann auch die Rückmeldung kriege. People Count, also Raumzählung in dem Raum. Die Stellung der Jalousien und alles kann ich direkt an der Stelle beeinflussen, also von der Plattform, aus dem Rechenzentrum raus, über das Internet zum Open Gate und in die entsprechend verknüpften Controller, die dann die Aktion vor Ort ausführen. Das Gleiche sieht man hier, dass man entsprechende Cockpits auch für Raumsensorik darstellen kann. Darunter kann natürlich jetzt dann auch entstehen, dass man entsprechende Aktionen verknüpft und das Ganze weitergibt. Ich versuche das mal noch einmal zu zeigen, das Thema Verknüpfen von Sensorik und dem Open Gate, um entsprechend Aktionen auszuführen. Hier haben wir jetzt bei dem nicht ein Thema, was auch bei YouTube in unserem Videokanal bei Deos dann als Video erklärt wird, die Raumluftampel Deosam in Verbindung mit unserer oder die in unserer Lounge platziert ist, um halt Aktionen auszuführen. Und das ist ja mal das, würde ich sagen, das Faszinierende. Aber der technische Kniff ist halt Deosam, wie hier dargestellt oder hier auch auf dem Tisch neben mir steht, ist ein LoRa-gestützter Funksensorik, das heißt CO2, Luftfeuchte und Temperatur werden im eingestellten Zeitrhythmus per LoRaWAN übermittelt. Das heißt, über LoRaWAN verlässt das Ganze erstmal hier das Haus und geht bei uns. Wir nutzen das TTN-Netzwerk, ins TTN-Netzwerk. Die Daten holen wir mit der BIT-Plattform, so wie Sie hier sehen, aus dem TTN-Platt oder aus dem TTN-Netzwerk ab, werden in der Plattform verarbeitet. Und wenn jetzt, ich sag mal, im Lounge-Bereich ein CO2-Wert
oberhalb von, ich glaube, 1000 ppm erreicht es, fahren Automat oder gibt es ein Signal. Und deswegen diese Verknüpfung hier, DRSM mit dem Open Gate. Das heißt, ist da über, sind 1000 ppm erreicht, wird entsprechend das Open Gate aktiviert, dass es die elektrischen Fenster auffährt, damit eine Lüftung des Raumes stattfindet. Bei Erreichen, ich habe die Daten nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, bei 500 ppm fahren die Fenster entsprechend automatisiert wieder zu. Sodass wir auch in den heutigen Zeiten genau den, ich sag mal, das Lösungsangebot für so ein Anwendungsszenario haben. Und so kann ich halt alle Sensorik miteinander oder alle Komponenten miteinander verknüpfen über vorgesehene oder standardisierte Schnittstellen von Sensorik und Aktorik, die bei uns im System schon eingebracht ist. Wie gesagt, dazu gibt es auch einen Film. Ich lasse ihn jetzt nicht abspielen, nur um nochmal den Anfang zu zeigen, weil der Film über das Internet immer schwierig ist. Aber einfach bei YouTube suchen nach DEOS AG und entsprechend finden Sie da die ganzen Filme. Ja, sehr vor der Zeit, und nee, sehr nicht, aber 7 Minuten vor der Zeit, das war dann das Thema zum Open Gate, nochmal so zu mitnehmen. Also ich kann mit dem Open Gate und der BIT-Plattform bei uns eigentlich in jedes bestehende GA-Netzwerk, egal ob es ein DEOS-Netzwerk oder eine DEOS-Anlage oder die eines anderen Herstellers ist, direkt einsteigen mit dem Open Gate. Wenn die Anlage, ich sag mal, per Bugnet läuft. Wenn das nicht per Bugnet ist, ist es vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber trotzdem ist es das herstellerneutrale Gateway, was ich unheimlich einfach in bestehende Anlagen einbringen kann und direkt Mehrwerte durch das Alarmmanagement, aber auch durch die Plattform herbeiführen kann, also für Reporting, die Cockpits, die ich gezeigt habe, aber auch Daten weitergeben oder verarbeiten an Drittsysteme. Alles dafür ist die Basis, dass der aus oben geht. Und ohne viel Hexenwerk eigentlich direkt einsetzbar. Also wenn Fragen da sind, wäre die Zeit jetzt für Fragen. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß im weiteren Programm.